Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 229 von Avorion. Und ich habe hier jetzt dieses Ressourcendepot besucht, habe Orgonita besorgt, habe das dann da oben drauf gemacht und wie ihr seht, ich habe schon ausgewählt, dass hier abgebaut wird. Das macht jetzt alles der Traveler momentan und wir kümmern uns vielleicht darum, andere Schiffe hier in unsere Nähe zu bringen oder aber wir müssten gucken, dass wir hier, aber hier ist ja keine Werft, ne, oder? Nee, Handelsdepot. Schrottplatz. Nee, Chemikalien, nee, ich glaube, hier ist jetzt gerade keine Werft in der Gegend. Ressourcendepot, nee. Und ich glaube, das ist sowieso nicht so gut. Wir gucken, dass wir ein anderes Schiff, was in der Nähe ist, vielleicht hier hinbringen. Da unten ist schon mal eins. Wer ist das? Ah, da sind mehrere. Albatros, meine Art, die habe ich auch zusammengezogen. Dass die hier rüberkamen. Genau das. Das könnten wir jetzt dann veranlassen, dass die weiterfliegen gen Zentrum. Wenn ich das jetzt da drücke, linke Taste, dann sollte das funktionieren. Die sollen da schnell hin und das, das und das angehakt. Dann ist das safe. Gefahr für Hinterhalt, Reisezeit 5 Minuten. Ja, sollte eigentlich gut aussehen, oder? Fliegen die da mal hin? Das ist doch schon im Inneren dann, ne? Oder? Ich glaube schon, ne? Ja. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn die das dann dahin schaffen. Gut. Wie sieht's mit anderen Schiffen aus? Haben wir noch hier? Ja, haben wir noch hier? Ich weiß gar nicht mehr, was das für welche waren hier, ne? Das ist auch ein Miner. Dann würde ich sagen, macht der Miner erstmal den Weg nach hier irgendwo. Und auch auf schnell und startet. Dann ist er auch unterwegs. Und war der. Das war die Ölplattform, ne, oder? Ja. Und hier ist noch einer, der gräbt sowieso schon rum. Das ist der Miner 1, der hat schon seinen Auftrag, ne? Gut, dann brauchen wir uns um den nicht kümmern. Ja. Dann haben wir das auch geklärt und ich würde sagen, wir schauen nach dem Intro weiter. Hab jetzt so ein bisschen was gemacht, was ihr da auf diesem kleinen Bildschirm natürlich nicht gut sehen konntet, aber ich glaube, ihr kriegt da schon mit, worum es geht. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann schauen wir hier mal weiter rein. Da ist tatsächlich in diesem Sektor, wo ich drin bin, der Treppler hingesprungen und der baut da irgendwas, glaube ich, ab. Schauen wir doch mal. Ah, jetzt ist er schon wieder weggesprungen. Er hat also das gemacht, was er sollte. Ja, ist dann so. Und ich hatte die Schiffe von außerhalb schon mal weiter geordert. Habe allerdings gar nicht drüber nachgedacht, die sollten hier rüber springen. Aber wir müssen ja hier zu dem Wurmloch hin, dass die da rüber kommen. Ne? Dieses instabile Wurmloch ist gefragt. 6 Minuten brauchen die noch, um da hinzukommen. Ich hatte aber schon mal 5 Minuten, dass die von hier rechts weiter rüber gesprungen sind und dann, ja, sind jetzt 9 Minuten waren der nächste Sprung und das ist jetzt auch schon ein Stück weiter. Ich habe hier einen Auftrag noch, oder der war, glaube ich, sogar noch aktiv zum Abbauen. Hier ist die Spritquelle. Und dann hatten wir hier rechts noch, ach, der ist auch schon fertig. Als Reiter. Meiner 3, genau. Den können wir eigentlich dann noch den Befehl geben, dass er noch weiter nach da links fliegt vielleicht. Ja, fliege ich mal hier Richtung Spritquelle, oder? Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit 51%. Was mir aufgefallen ist, diese Eskorten unterstützen, das muss mit einem Update reingekommen sein, habe ich jetzt gar nicht so gesehen, ne? Also wenn man heimlich fliegt, dann ist man geschützt, sozusagen. Dauert auch eine halbe Stunde, bis er da ist. Und ich kann aber hier nicht irgendwie sicheren Modus oder so aktivieren, das fehlt hier jetzt, ne? Ja, dann lass ihn doch heimlich fliegen, dann kann er da auch auf jeden Fall vorankommen, ne? Jetzt haben wir hier noch die Spritquelle, ne, meiner 3 ist das, weiß ich jetzt gar nicht, wer das hier ist. Ah, das ist meiner 1 und der ist wahrscheinlich in diesem Bereich gerade am Abbauen. Und naja, das können wir aber so lassen, das werden wir jetzt nicht ändern. Da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das hinzukriegen. Albatros braucht noch 5 Minuten, hat 45 geschafft. Und wir sind jetzt hier, ne? Eigentlich wollten wir ja schauen, dass wir hier irgendwo eine Station finden, wo wir es aufbauen können. Aber so wie das aussieht, ist das gerade nicht so, ne?
Ne, hier kann man zwar weiter, aber das bringt uns auch nicht wirklich was. Und hier, da ist noch ein Blips. Und dann Koordinaten, machen wir doch mal einen Navigationscomputer und springen darüber und kommen wir dann im zweiten Sprung dahin, oder? Ist zwar jetzt nicht so prickelnd mit der kleinen Drohne, ne? Piraten greifen den Sektor an, okay, dann sind wir weg. Und schauen wir mal gerade. Achso, ja, da müssen wir gleich weiterspringen. Die Koordinaten da eingegeben. Schauen wir mal, wie das da wird, ne? Was wir da entdecken können, das ist das Entscheidende. So, bitte Sprungroute berechnen. Na, irgendwie klappt das gerade nicht. Taschenrechner kaputt oder was? Hm. Ja, wäre schon mal cool, wenn es berechnet werden würde, ne? Das kann ja jetzt nicht so schwer sein, oder? Achso, was mir auch noch aufgefallen ist auf der Karte, wenn ich hier reinzoome, ich weiß gar nicht, da ist noch so ein 2, 4, 6, keine Ahnung, was das für ein Hexagon ist. Wenn es ein Hexagon ist, das ist mir aufgefallen, dass da auch drumherum gebaut worden ist. Muss wohl auch mit einem Update gekommen sein, ist mir zuletzt nicht aufgefallen. Meilenstein freigeschaltet. Sammler Avorion. Aha, unser Traveler hat das erste Avorion eingesammelt. Sehr schön. Ja, das ist ja auch schon mal krass, ne? So, was haben wir denn hier alles im Sektor? Na, ein Schrottplatz ist das hier, okay. Und zwei Zerstörer sind zu Hause und das ist eine falsche Fraktion auch noch. Das hat mir jetzt nichts gebracht, ne? Tja. Aber mit dem jetzt hier weiterfliegen macht nicht wirklich Sinn, oder? Warte mal, was können wir machen hier? 130 Avorion haben wir jetzt schon hier, okay. Und Orgonit, ja, da haben wir was gekauft, aber das ist jetzt auch schon, glaube ich, mehr geworden. Das sieht erstmal ganz gut aus, was da passiert, oder? Ja, wir müssten jetzt hier gucken, was ist das für ein? Achso, das ist der Zerstörer, ja. Vielleicht sollten wir den nicht angreifen. Und hier sind, ja, das ist ein Schrottplatz halt, ne? Wir haben Beziehungen mit denen ja schlecht. Aber weiterspringen bringt jetzt nicht wirklich was, oder? Die kleine Reichweite von dem hier. Ja, hier unten sind sogar ein paar Blipse. Aber ich müsste hier Blipse haben, dann wird's gehen. Oder hier. Die sehe ich aber alle nicht. Ich sehe nur hier welche. Vielleicht können wir hier nochmal hinspringen. Mal schauen. Ein bisschen wollen wir da noch abbauen, oder? Vielleicht kann ich jetzt ein paar grüne Blipse sehen, wenn ich nochmal gesprungen bin. Keine Ahnung. Ja, da komme ich noch nicht mal so vorbei hier an dem Schlitz. Auch noch da einspringen, aber wir brauchen unbedingt hier jetzt eine Schiffswerft, dass wir hier ein ordentliches Schiff bauen können, ne? Schiffs, ein Schiff von die Okoyes Republik, ein Schiff von den anderen. Ja. Springen wir da hin. Aber das bringt uns jetzt gerade nicht so wirklich viel, ne? Obwohl, wenn wir da was entdecken, dann ist auch gut. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, jetzt schon im blauen Bereich, ja.
springen wir da halt weiter, ne? Irgendwann müssen wir doch auch wieder auf neue Sektoren treffen, wo Stationen auch sind. Hier sitzt nix. Okay, hier sehe ich noch. Da, aber hier ist nix, das ist das Problem. Da wäre schon besser, wenn da was ist, ne? Weil da ist die blaue Fraktion. Oder die Fraktion, die jetzt blau angezeigt wird. Das ist ja dafür da, wie gut wir mit denen stehen. Also gut bis sehr gut müsste das sein. Ich weiß nicht, ob das hier unser Traveler ist, der das noch macht. Aber die Drohne kann das doch gar nicht sein, oder? Schauen wir mal. Vielleicht treffen wir jetzt auf einen Sektor, wo auch Bewohner sind. Ist ein bisschen müßig. Der war doch schon vorher, ne? So, können wir wieder springen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir da was finden. Aber auch hier ist wieder nichts los. Und auf geht die Reise. Hier ist irgendwie nichts, ne? Aber die kleine Drohne kann schnell auftanken, ne? Oder der Akku wird gar nicht leer zum Springen. Das ist noch besser, ne? Zurzeit sind auch die Sprungziele ziemlich schnell ausgewählt. Hier ist irgendwie nichts. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Vielleicht sind die anderen auch bei dem instabilen Wurmloch schon angekommen. Da müssen wir jetzt nach diesem Sprung mal gucken. Ja, da sieht es jetzt gerade nicht danach aus, aber die anderen, die sind tatsächlich schon da. So, der soll da entspringen, ne? Okay, dann müssen wir da durch das Wurmloch durch. Dann in Sektor wechseln. Gucken wir, dass wir da hinkommen, ne? Die anderen sind auch schon alle da. Sind die dann auf Eskortieren gestellt? Befehle. Mich eskortieren. Wo sind die anderen? Da oben ist noch einer. Befehle. Mich eskortieren. Und da ist auch noch einer. Fehler, mich eskortieren. So, und da ist das Wurmloch. Und ich hoffe, die kommen alle mit. Mal schauen. Steht hier. Das ist sehr schwach, das Schiff.
Aber wir hoffen ja, dass wir jetzt im Kern da, wo wir Avorion kriegen und das andere Zeug, dass wir da jetzt vielleicht irgendwo dann einen Ausrüstungsdruck finden, wo wir ein paar bessere Waffen kriegen, die wir hier dann auch montieren können. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ach, wir sind schon da, oder was? Okay, die anderen drei, nee, zwei sind es nur, oder? Ist da noch das dritte auch schon da? Nee, ich glaube, das dritte war noch weiter weg wahrscheinlich. So. Da sind Xotan-Schiffe. Ich will jetzt einfach mal dahin springen. Gucken, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal, ne? Die anderen hinterher springen, weiß ich nicht, aber sollten sie eigentlich, ne? Piraten greifen den Sektor an, okay. Kommen die anderen nach oder nicht? Das ist die Frage. Eins, zwei, drei und der vierte. Der eine hat Ziel verloren, ist klar, ne? Das ist der. Und der muss mal ganz nah da. Aber jetzt muss ich dann da rein, oder was? Okay, jetzt klappt es dann wohl. Wo ist es? Da, das ist es. Ist wohl so. Befehle. Mich eskortieren. Gut. Ich sehe hier keine Piraten gerade. Koordinaten da hinten irgendwo, ja. Dann hoffen wir, dass wir da jetzt hinkommen. Sprungroute berechnet. Ah, das. Nee. Kann nicht sein, oder? Dass das andere das nicht schafft, hierher zu springen. Na, haben sie alle drei geschafft. Sehr gut. Jetzt hörte ich gerade hier den Aufladesound, ne? Komisch. Da einspringen mal. Na komm schon. Springen wir da ein, oder? Na komm schon. Ladebildschirm läuft. Ich glaube, ich hätte eine Stunde das Bergbaugeschehen da eingeschaltet. Weiß nicht, wie das im Spiel ist, aber das wird ja im Spiel nicht eine Stunde sein, ne? Komm, lad mal jetzt was hier. Okay, hier sind schon mal ganz viele Asteroiden. Und wir hören den Sound nochmal, ne? Ist hier denn noch was anderes? Nö. Jetzt höre ich das wieder. Naja, dann ist das so, ne? Der ist da. Das heißt, wir müssten jetzt dahin fliegen. Albatros. Kann ich mit dem denn sagen, fliege ich mal hier hin? Ja. Die vier sollen zusammenbleiben. Sollen schnell fliegen. Das sind 16 Minuten. Okay, ist halt so. Und Gefahr ist nicht so groß. Wir sind in der Drohne, die anderen sind alle weg, oder? Sieht so aus. Gut. Dann haben wir das erstmal geschafft. Ich würde dann sagen, wir gucken weiter hier in der nächsten Folge, wie weit das hier ist. Warte mal, wir können nochmal hier gerade reinschauen. Das weg, I angemacht. Dann sehen wir, wie wir haben. Das Avorion ist nicht mehr geworden. Das andere ist aber auch okay erstmal.
Ich denke, das sollte reichen. Wir haben 500 Trinium, um ein neues Schiff zu bauen. Das ist auch wichtig. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter, wie es da geht. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.